5 Minuten unter Werksangabe beim Vollladen. Handyladen? Müssen wir darüber reden? Nee. Alter! Was passiert, wenn ihr jetzt wirklich autark sein wollt, zum Beispiel mit eurem Camper? So, es gibt was Neues bei uns in der Werkstatt. Wir haben eine neue Powerbank, einen neuen Solargenerator, denn EcoFlow hat uns dieses Teil hier im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung gestellt. Die Delta 2 ist der Nachfolger der bekannten EcoFlow Powerbank, die wir hier schon seit einiger Zeit in der Werkstatt haben, wo wir schon einiges mitgemacht haben, wo wir sogar schon mal mit geschweißt haben. Ey, das ist der Wahnsinn. EcoFlow hat gesagt, wir haben was Neues am Start und es ist vieles besser. Und wir gucken uns heute die EcoFlow Delta 2 mal genauer an und gucken, ob es auch möglich ist, hier so einen dicken Wemser zu betreiben. Wir sind gespannt und ich denke, du auch. Ja, ich habe ja auch schon einiges getestet. Und damit willkommen zu dem Bau24 Werkzeug-News mal wieder. Das Thema Powerbank ist momentan in aller Munde und auch in unserer Werkstatt, denn wir haben euch ja neulich auch noch was gezeigt in dem Bereich. Da haben wir euch auch mal gezeigt, was ist eigentlich eine Powerbank, wo sind Grenzen, wo sind Möglichkeiten, wo sind auch die verschiedenen Systeme. So, aber bringen wir es mal auf den Punkt, ne? Du hast hier nicht nur eine Powerbank, mit der du ganz viele Geräte betreiben kannst, die eben hier so einen Stecker haben, sondern der Vorteil von der EcoFlow ist, die ist recht vielseitig. Ja, die kann. Denn du kannst sie mit Haushaltsstrom laden, 230 Volt. Ja. Das haben wir probiert. Wir zeigen euch gleich, wie schnell lädt das Ding auf, wie schnell kann man es auch entladen, theoretisch. Geht auch praktisch, gut, ja. Wie viel Strom wird dabei verbraucht, haben wir getestet. Und was man alles machen kann und auch hier Zusatzoptionen. Beschreib mal, was du bisher so damit gemacht hast. Du warst ja auch mit dem Vorgänger schon unterwegs. Ich war schon campen damit, auf jeden Fall, weil mein Wohnwagen ist nicht autark. Ich habe die schon mit Solar geladen. Das funktioniert alles hundertprozentig. Also ich kann meinen Wohnwagen mit so einer Powerbank quasi in der Ladungserhaltung und mit Kühlschrank stehen lassen. Du hast aber einen Kompressorkühlschrank, ne? Richtig, ja. Wobei, du hast ja die richtig geile Nummer gemacht, kein Camping-Kompressorkühlschrank, sondern so ein Haushalts. Natürlich, einen vom schwedischen Möbelhaus, der passte da gut rein. Ne? Und der wiederum hat einen höheren Anlaufstrom als eigentliche Campingkühlschränke, die per se schon auf 12 oder 24 Volt sind. Das heißt, du hast wirklich einen 220, 230 Volt Kühlschrank. Ja. Entsprechend musst du etwas höhere Anlaufströme liefern können und das ist überhaupt hier kein Problem. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz drauf ein. Was haben wir hier überhaupt? Ne? Ja. Nicht, was ist eine Dampfmaschine, sondern... Was ist eine Powerbank? Was ist ein Powerbank? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, ein Powerbank, das ist ein große, runde, schwarze Raum. Nennt man es Powerbank, einige nennen es auch Solargenerator. Das klingt ja auch besser, ne? So ein Solargenerator macht ja aus Solarstrom. Hm. Im Prinzip mit einem Solarladeregler wieder irgendwo verwertbaren Strom, den man auch speichern kann. Ja, macht ihr auch. Und sowas haben wir hier drin. Wer das Vorgängermodell kennt, der denkt erstmal, hier ist eigentlich alles beim Alten. Denn das Bedien- und Anzeigekonzept, da hat sich nichts dran geändert. EcoFlow hat eigentlich immer hier dieses schöne Display. Auch bei den anderen Versionen haben wir euch ja neulich schon gezeigt. Du siehst, wie viel Strom geht rein, wie viel Strom geht raus, also wie viel Watt. Und was noch ganz nett ist, neben der State-of-Charge-Anzeige, also wie viel Prozent der Akku geladen ist hier drin, hast du auch eine prädiktive Anzeige, sagt man das so? Das ist ein schönes Wort auf jeden Fall. Ja, predictive, vorausschauend. Also der guckt einfach, wie viel Strom wird gerade gezogen und wie viele Stunden oder wie viele Minuten würde das dann halten. Das ist eigentlich ganz praktisch, aber man muss das auch immer relativieren. Beispielsweise Thema Kühlschrank. Bringt dir das nicht wirklich so viel in dem Moment, weil der Kühlschrank ist an, aus. Wenn der Kühlschrank dann läuft, dann ist die Restzeitanzeige, geht relativ schnell runter. Aber der Kühlschrank ist ja nicht auf Dauerlauf. Genau. Deswegen passt das hauptsächlich, wenn du ein Gerät hast, was meinetwegen, ja, ein Ladegerät. Du lädst Akkus. Ja, oder hier ein Heizlüfter. Beim Heizlüfter wäre es ja wirklich kontinuierlich. Ja. Beim Ladegerät wäre es auch schon wieder so eine Sache, denn wenn du jetzt einen Akku lädst, der hat ja nicht eine Ladekurve, die die ganze Zeit auf 100% ist, der geht dann am Ende auch ein bisschen runter. Ein Föhn wäre auch so eine Sache, ne? Ja, ja. Diese Laufzeitberechnung ist aus meiner Erfahrung, ja, du musst wissen, was du tust. Aber die stimmt. Also ich habe das mit dem Heizlüfter, das passte auf jeden Fall. Stimmt, habe ich auch festgestellt. Dann hast du jetzt hier wieder verschiedene USB-Ausgänge. Du hast zwei normale, dann hast du zwei zum Schnellladen. Also wenn dein Handy jetzt beispielsweise mal 20 oder 25 Watt zieht, funktioniert das damit auch. Und Besonderheit, wir haben USB-C-Ausgänge als PD, also die können
100 Watt liefern. Und das ist natürlich schon eine Menge, wenn du beispielsweise hier so ein MacBook aufladen willst. Oder ich habe zum Beispiel so eins von Samsung, lädt, glaube ich, mit 65, 70 Watt auf. Über USB-C ist natürlich echt genial, weil so ein C-auf-C-Kabel hast du zumindest im Laptop dabei oder bei der Laptop-Tasche. Habe ich auch wirklich schon benutzt. Denn wenn du das hier nutzen kannst, hast du natürlich einen Vorteil gegenüber der Variante, wenn du jetzt ein Steckernetzteil hast, also 230 Volt, das dann umwandelst in USB, da hättest du ja nochmal einen Umwandlungsvorgang. Das ist hier dann ein bisschen effizienter, haben wir letztens auch schon besprochen. Dann hat sich ein bisschen was geändert hier bei den Anschlüssen. Da haben wir nämlich hier einen neuen Anschluss, da kannst du Akkus dran anschließen. Ja. Und damit hast du die Möglichkeit, die Kapazität, die jetzt hier 1024 Wattstunden beträgt, im Prinzip mal zu verdreifachen oder zu verdoppeln. Ja, je nachdem, was du ausgeben möchtest, ne? Ja, so, da gibt es dann nochmal extra Akkus für, im Prinzip roundabout eine Kilowattstunde Kapazität oder 2 Kilowattstunden Kapazität. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, denn die Alternative wäre ja, du kaufst jetzt wirklich meinetwegen die Delta Pro. Die hat dann ja 3600 Wattstunden, meine ich. Ist natürlich ein riesen Moped und vielleicht brauchst du ja gar nicht so viel. Ja. Angenommen, hier bist du auf Endzeitstimmung aus, Prepper-mäßig unterwegs oder so und willst vielleicht 3 Kilowattstunden Kapazität zu Hause haben, aber willst dann campen mit deinem Van, willst da autark sein, dann reicht dir vielleicht 1 Kilowattstunde Kapazität und dann kannst du damit flexibel unterwegs sein, weil du brauchst nicht so viel mitschlüren, ja, sagt man ja mit Schlüren. Ja, genau, mit Schlüren. Das heißt, die ganze Wechselrichtertechnik, die ist dann hier verbaut, die baust du dann nicht nochmal irgendwo mit dabei haben. Wir liegen hier preislich bei rund 1200 Euro. Wir haben das ja auch unten verlinkt für Infos und Preise. Geht ruhig mal auf den Link von EcoFlow. Und dann hat sich ein bisschen was geändert, denn die Eingänge, um das Gerät zu laden, die waren vorher sonst auch auf der Seite. Die haben wir jetzt hier. Über den Steckdosen. Hier haben wir weiterhin 4 Steckdosen. Die kann man auch alle gleichzeitig benutzen. Dann haben wir hier noch den 12-Volt-Ausgang als Steckdose quasi. Also hier kannst du im Prinzip alles, was du in die Autosteckdose stecken kannst, in den Zigarettenanzünder, kannst du hier auch reinstecken. Sprich, Kühlbox, auch noch zusätzliche Ladeadapter, was weiß ich. Es gibt ja auch so Kompressoren beispielsweise, um Schlauchboot aufzupumpen oder sowas, was dann direkt mit 12 Volt läuft. Dann haben wir hier noch 2 normale Buchsen. Wenn du irgendwie eine Anwendung hast, dann kannst du dir dafür ein Kabel besorgen. Muss halt gucken. Das ist jetzt hier nicht so ganz gängig. Hättest du eine Möglichkeit, eine Anwendung? Wüsste ich jetzt nicht. Also ihr müsst aber denken, diese hier haben 3 Ampere maximal. Das heißt, wir haben hier rechnerisch 36 Watt, die wir ziehen können. Ja, und wenn ich die Klappe hier aufmache, dann habe ich einmal eine Sicherung. Also die ist dann nicht nur Software, die ist dann wirklich quasi so eine Überlastsicherung. Dann normaler Kaltgerätestecker, was ich immer gut finde. Ja, wenn du nichts, wenn du nichts Spezielles hast, ne? Weil ja, sowas hast du immer zu Hause. Ne? Proprietären Stecker ist immer schwierig, der geht vielleicht mal verloren. Die Handys sind ja mittlerweile alle eingangsseitig auf USB-C. Dann habe ich aber zum Beispiel am Motorrad, Helm habe ich noch eine Senna Intercom. Da ist ein Micro-USB. Ja, da bist da musst wieder, du dafür musst extra suchen, ein Kabel. Ne? Ja. Ja, du musst einfach ein Kabel immer dabei haben. Ja. Hier ist ein auffälliger Stecker in so einem schönen Orange. Es ist also keine Buchse, es ist wirklich hier ein Stecker, ein Männchen. Und das heißt, hier ist schon mal keine Spannung drauf. Und es ist im Lieferumfang ein Adapterkabel von MC4 Steckern. Das sind diese Solarstecker. Das sieht dann hier so aus. Das heißt, du kannst das EcoFlow-Panel natürlich anschließen. Du könntest aber theoretisch auch jede normale Solarzelle anschließen bis maximal 500 Watt. Also 500 Watt Eingangsleistung. Also wenn du jetzt beispielsweise noch irgendwo so ein Panel liegen hast zu Hause oder du hast einfach ein großes normales Hauspanel mit 400 Watt, dann sag ich mal, wenn die Sonne einigermaßen scheint, da bist du so in roundabout 3 Stunden hiermit wieder am Start. Kannst du im Prinzip auch dran lassen. Und wenn du das Gerät unterwegs hast, ja. 12 Volt, aber 12 Volt, ob 8, da ist natürlich die Ladeleistung nicht besonders fix. Aber auch das kann dich natürlich über den Tag bringen. Als Beispiel, du bist jetzt wirklich wie du unterwegs mit dem Caravan. Fährst das mal 5 Stunden irgendwo hin? Genau. Oder kannst das schon mal aufladen im Auto, ne? Oder du stehst tatsächlich meinetwegen mit dem Wohnwagen und fährst 5 Stunden Ausflug oder irgendwas. Dann hast du auch ruckzuck deine, weiß ich, 300, 500, 600 Wattstunden über den Tag wieder reingeladen. Je nachdem. Und das ist immer das, worüber ihr euch klar sein müsst. Du musst
immer wissen, was du tust. Du musst ein bisschen rechnen, du musst ein bisschen gucken, was willst du überhaupt damit betreiben. Denn das Thema Autarkie kannst du so pauschal nicht sagen, das geht oder es geht nicht. Als Beispiel, du wärst jetzt jemand, der sagt, naja, ich möchte das Ding hauptsächlich erstmal zu Hause nutzen und möchte über Solar einen Kühlschrank betreiben. Da ist ja die Frage, geht das? Musst du erstmal deinen Kühlschrank angucken. Ein normaler Haushaltskühlschrank mit bestem Energielabel, der verbraucht im Jahr teilweise nur 80, 70 Kilowattstunden. Wir haben zum Beispiel hier mal im Büro unten, der in der Küche steht. Der ist relativ groß, so ein relativ großes Ding. Verbraucht, glaube ich, laut Energielabel keine 80 Kilowattstunden im Jahr. So, und dann haben wir 80.000 Wattstunden durch 365. Das heißt, das dürften so gute 200, 220 Wattstunden sein. Und da kommen wir der Sache jetzt schon näher. Wir haben jetzt hier rund 1000 Wattstunden. Ja, 1024 hat er, ne? Ja. Ja, das heißt, der Kühlschrank wird, sage ich mal, mit einer Reserve 4 Tage damit laufen, ohne dass extern Energie reinkommt. Jetzt brauchst du dann aber auch, sage ich mal, um das jetzt nicht ganz zu eng zu machen, brauchst du 300 Wattstunden am Tag, die du erntest. Hier zum Beispiel, das ist von Ecoflow jetzt ein Panel, was im Prinzip genau für den Fall ist, dass man nicht unbedingt stationär steht, sondern eher so unterwegs ist im Camper. Kannst natürlich auch zu Hause nutzen. Ja. Hat eine Peakleistung 220 Watt. Wenn die Sonne voll drauf knallt unter Laborbedingungen, der Einschaltwinkel optimal ist, die Temperatur auch nicht so hoch, dann könnten wir theoretisch 220 Watt rausbekommen. Im Regelfall wird das nicht so sein. Ja. Wir haben euch schon öfter auch Panels gezeigt hier, die so portabel sind. Das Ecoflow hat eine Besonderheit, die man sonst eher selten sieht. Das ist nämlich bifaziell oder bifacial. Das heißt, die Zellen sind so halb durchsichtig. Das heißt, du hast eine Transparenz von hinten und entsprechend würden diese Zellen auch Strom erzeugen, wenn die Sonne von hinten kommt. Oder wenn du jetzt ganz clever bist und du stellst dir das irgendwie so auf, dass du von hinten noch Licht kriegst, so diffuses Licht. Das könnte ja auch mal sein, die Sonne kommt jetzt von dort und am Ende des Tages kommt sie von der anderen Seite und du hast es jetzt nicht umgestellt. Dann kriegst du aber immer noch ein bisschen Einstrahlung. Also der Laborwert, den Ecoflow angibt, auf der Rückseite wären 155, aber es ist natürlich entweder oder vielleicht hast du auch ein bisschen diffuses Licht von hinten und diffuses Licht von vorne. Also am besten ist, wenn du es auf den Spiegel stellst. Oder so. Geben die das so an? Ja, ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob ich es bei Ecoflow, aber es ist auf jeden Fall, wenn man es auf den Spiegel stellt, wäre es natürlich optimal, wenn die Sonne da drauf ballert und dann kommt von hinten auch noch was. Ja, also das haben wir jetzt mangels Spiegel. Und mangels Sonne auch. Und mangels Sonne, weil momentan ist sie ja relativ bedeckt, die letzten 2 Tage war auch ordentlich Regen. Aber genau das ist eben der Fall. Was passiert, wenn ihr jetzt wirklich autark sein wollt, zum Beispiel mit eurem Camper, dann müsst ihr auch die Winterzeit berechnen oder einkalkulieren. Ihr müsst auch einberechnen, dass es vielleicht im Sommer ist, aber es regnet 3 Tage nur und es kommt nur diffuses Licht. Ja. Und dann hast du mit so einem Panel erfahrungsgemäß vielleicht nur 20 oder 30 Watt. Ich bin heute mal so auf knapp 40 hochgekommen, aber da war auch die Sonne, man hat sie gesehen hinter einer Wolke und da kommt dann nicht mehr viel. Ne? Ja. Also im Worst Case tagsüber vielleicht 20, 30 Watt. Wenn wir jetzt aber 8 Sonnenstunden haben oder 8 Lichtstunden oder 10, dann haben wir trotzdem irgendwo unsere 300 Watt, die wir vielleicht zusammen ernten. Jetzt hast du hier noch einen Standby-Verbrauch. Das heißt, haben ist besser als brauchen. Da landen wir wieder bei unserem Motto. Wobei, du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Ja. Ne? Das gibt es ja auch noch. Und das ist genau das Thema. Wenn du jetzt wirklich auf Kante sowas kalkulierst, du könntest ja zum Beispiel sagen, naja, ich will jetzt die kleinere Version, gibt es ja auch, haben wir euch auch schon gezeigt, mit 600 Wattstunden. Oder es gibt auch noch eine kleinere Version. Da darfst du natürlich nicht davon ausgehen, dass du dann irgendwie mit deiner Kühlbox da lockerflockig über eine Woche rüberkommst. Und da ist dann quasi Enttäuschung vorprogrammiert. Deswegen macht euch immer eine Rechnung, was brauche ich, was brauchen die Geräte an Wattstunden über den Tag. Wie oft wird das benutzt? Beispiel auch, du willst jetzt mit deinem Laptop arbeiten unterwegs, dein Laptop braucht für eine volle Ladung irgendwie 60 Wattstunden. Ja. Ja, da musst du die auch schon mal mit einberechnen. Und wenn du nachher natürlich da so irgendwie unterwegs bist und dann scheint die Sonne eben nur, wie wir das auch hatten, als wir bei Herrn Scholz waren. Ja. So, da war auch der Fall, 2 Tage im Prinzip nur Mistwetter, aber es war für uns kein Problem, weil du hattest entsprechend Akkukapazität. Ja, und Sonne war halt auch da. Es war zwar Mistwetter, aber Sonne war immer ein bisschen da. Also es hat immer irgendwo gepasst so ein bisschen, um die Ladung zu halten auf jeden Fall. Aber auch mit dem großen Panel. Mit dem kleinen Panel hättest du deine Ladung nicht halten. Mit dem kleinen hätte ich es nicht geschafft, ne? Genau. Ja. Also deswegen nochmal die Empfehlung, der Appell an euch. Überlegt, was brauche ich wirklich?
und danach konfektioniert das Ganze. Und ich würde persönlich immer noch ein bisschen was drauflegen, weil was bringt dir das, wenn du das echt auf Kante nachher genäht hast und dann kannst du aber trotzdem irgendwie ein zweites Handy nicht laden. Ja. Aber das Thema Laden geht natürlich eben auch über die Steckdose und da muss man sagen, sind die Geräte von EcoFlow echt verdammt hackeschnell. Also so in dieser Geschwindigkeit habe ich es noch nicht erlebt. Ja. Also mal so einen großen Akku zu laden. Ne? Ja. Und da sind wir auch beim Thema Akkus, denn wir haben keine regulären Lithium-Ionen-Zellen mehr, sondern Lithium-Eisenphosphat. Das ist im Prinzip eine Technik, die wir auch im Wohnwagen drin haben oder die ich zum Beispiel auch im Tesla habe. Da ist Tesla mittlerweile auch mit den sogenannten LFP-Akkus unterwegs, also Lithium-Ferro-Phosphate. Sind im Prinzip immer Lithiumzellen, aber eben andere Zellen. Wenn euch das Thema Akkus nochmal im Speziellen interessiert mit den ganzen Zellen und so, gerade auch bei Werkzeugen, empfehle ich euch nochmal gerade das Werkzeug ABC zum Thema Akkus. Das ist sehr interessant und ausführlich. Im Gegensatz zu Bleigel-Batterien oder Bleisäurebatterien haben wir euch auch schon gezeigt, ist natürlich der Vorteil hinsichtlich Gewicht enorm. Ihr müsst einfach nochmal die Rechnung aufmachen. Du hast hier ein Lithium Eisenphosphat-Akku und den kannst du theoretisch auch bis null runterfahren. Da werden natürlich die Zyklen, die maximalen Zyklen werden runtergehen, aber EcoFlow sagt, dass man hier eine Zyklenzahl von 3000 Zyklen hat im Vergleich. Und das ist auch der, aus meiner Sicht mit der größte Vorteil, der größte Fortschritt hier ist, dass wir eine Zyklenzahl von ehemals 800 angegeben hatten. Das heißt, wenn du das jetzt wirklich mal in dem Fall, du benutzt es jeden Tag, du machst jeden Tag einen Zyklus drauf, dann ist das Gerät ungefähr nach gut 2 Jahren akkumäßig am Ende. Ja, aber wer macht das, ne? Aber, und da ist immer noch die Frage, 3000 Zyklen, ist der Akku dann komplett tot oder hat er nur noch 80%? Da gibt es ja auch verschiedene Berechnungen. Aber hier werden 3000 Zyklen angegeben. Und 3000 Zyklen, das geht dann schon in die Richtung 10 Jahre Laufzeit. Ich glaube, da brauchst du dir keine Gedanken machen, dass das Ding wirklich falsch macht. In 10 Jahren sind wir so weit mit der Akkutechnologie, dann sagen da wir, willst das, eh da willst du das nicht mehr haben. Das ist das, ja. Und habe ich euch auch im Akku-ABC schon erklärt, ihr habt dann irgendwann auch die kalendarische Lebensdauer. Das heißt, diese Zyklen habt ihr vielleicht noch gar nicht erreicht, aber nach 15 Jahren ist die Akkuchemie einfach, geht kaputt. Ne, weil da ist nun mal eben auch Chemie. Deswegen auch hier natürlich der Hinweis, wenn ihr das Gerät mal wegstellt, dann macht so 40-50% State of Charge und dann habt ihr keinen Stress. Stellt die nicht weg, lagert die nicht ein, wenn die voll ist, das wäre blöd. Geht sie zwar auch nicht direkt kaputt, aber dann habt ihr eben diese ganzen Prozesse, die da im Akku stattfinden, die Alterung begünstigen oder beschleunigen. Und dann laden, entladen. Wenn wir laden über Strom, dann hauen wir hier wirklich über 1000 Watt rein. Wir können ja mal laden, ne? Wir laden einfach mal. Wir haben jetzt hier noch 40% Kapazität. Das heißt, der passt auch die Ladekurve an. Der wird nachher irgendwann langsamer. Aber bei 40% sollte also bis 80 zieht der aber richtig schramm durch, ne? Ja. So. Jetzt werdet ihr auch gleich die Lüfter hören. So, es hat Klick gemacht. So, und jetzt regelt er auch hoch. Schon bei 1200, ne? 1220, 1230 Watt. Das ist im Prinzip schon mehr als 1C. Also die Kapazität mal 1 wäre dann 1C. Das wären dann ja rund 1000 Watt. Theoretisch könntest du auch noch mehr laden, aber das wird dann wieder auf die Lebensdauer gehen. Aber und das ist schon amtlich hier. Aber wir können aber auch, ich hab ja die App runtergeladen. Ja. Wenn wir den Akku schon, wenn wir Zeit haben, ne? So, dann kann man hier nämlich Ladegeschwindigkeit. Ja. Könnte ich mir runternehmen auf 200. Weil wenn du Zeit hast, dann kannst du deinen Akku besser schonen. Ne? Macht er das jetzt in Echtzeit oder musst du das bestätigen? Jetzt. Ich gehe dann einmal zurück und dann geht der wahrscheinlich auch gleich die Lüfter aus. Da siehst du jetzt den Lüfter aus, weil jetzt lädt er nur mit 200. Ja, die Lüfter gehen jetzt nicht aus, die laufen immer noch. Man muss auch sagen, das ist vielleicht so ein Nachteil, je nachdem, wo ihr die im Betrieb habt. Weil die Lüfter sind relativ engagiert. Ja, präsent sind die auf jeden Fall, so ein bisschen immer. Ne? Ja. Und die gehen wirklich auch auf der kleinsten Stufe schon an. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn du hier Strom ziehst. Dann hast du die Lüfter auch am Start. Da musst du gucken, ob dich das stört oder ob du es halt mit einem längeren Kabel irgendwo so ein bisschen wegstellst. Da sei ja noch dazu gesagt, ihr habt mit diesem Gerät quasi ein IT-Netz. Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr im Prinzip jetzt hier kein FI habt, wenn ihr ein Gerät habt, was jetzt zum Beispiel nicht schutzisoliert ist. Wie diese Geräte. Die haben jetzt hier keine Erdung am Stecker, aber angenommen, ihr hättet jetzt hier ein Gerät mit einem Defekt, was nicht schutzisoliert ist, dann hättet ihr quasi einen Masseschluss und dafür ist ja ein FI, der dann merkt, dass du einen Fehlerstrom hast und der schaltet aus.
Hier wäre das dann nicht so. Deswegen hat zum Beispiel Festool bei seiner Powerbank auch so einen speziellen Schutzschalter nochmal mitgeliefert. Und was jetzt noch interessant ist, also er lädt jetzt aber mit 200. Ja, der lädt ein bisschen mehr, ne? Aber der ist jetzt auf 200 runter geregelt. Ja, also er lädt jetzt hier, genau 200, er lädt jetzt hier mit 230 Watt oder 220 Watt. Aber du kannst das auch stufenlos einstellen. Ne? Aber er zeigt jetzt auch an, wie lange braucht er, bis er voll ist. Jetzt würde er hier 3 Stunden anzeigen. Hm. Gehen wir wieder volle Suppe. So, einmal so, 1200, bestätigen, da ist er schon. So, jetzt, genau. Vor allen Dingen hat er hier auch Lüfter, das ist Stereo. Ja, jetzt braucht er noch 41 Minuten. Ja, ich würde sagen, wir stellen ihn mal wieder aus. Ja, wir stellen ihn mal raus. So, jetzt reagieren die Lüfter auch relativ schnell. Zack. So, jetzt ist wieder Ruhe. Also habt ihr ungefähr gehört, was euch da erwartet, ne? Wir hatten ja auch die Instagrid euch schon mal vorgestellt, die ist komplett passiv. Die hat dann auch mehr Leistung insgesamt, nicht Kapazität unbedingt, gegenüber den Ecoflows, aber die sind halt nicht so flexibel. Da müsst ihr euch entscheiden. Eine Ecoflow ist jetzt nicht die Lösung, wenn ihr jetzt auf der Baustelle seid, im Dreck, im Schlamm und unter Sprühwasser, naja, Strahlwasser. Es gibt da wohl noch eine Schutztasche, wenn du die mal draußen stehen hast, aber dafür ist sie halt nicht gemacht. Ja. Also, also Camping-Einsatz und so, klar. Ja. Du kannst ja zum Beispiel auch machen, was ich auch schon hatte, dann habe ich die ins Auto, Kabel irgendwie durch die Tür, Auto zu, da war das geschützt und alles gut. Ne? Ja. Aber ein bisschen mitdenken ist halt nie verkehrt. Das auf jeden Fall. So, Ladezeiten haben wir gemessen, also wir sind in rund einer Stunde sind wir damit durch mit dem Laden. Wir sind unter Werksangabe. 5 Minuten unter Werksangabe beim Vollladen. Wie lange hast du gebraucht? Ja, 1 Stunde 15, das sind 5 Minuten unter der Werksangabe. Ja. Und auf die 80% haben wir auch 11 Minuten gespart. Ne? Also der war schneller auf 80% als angegeben. Wie schnell auf 80? Ein bisschen was über 39 Minuten waren wir auf 80%. Ja, das ist genau wie beim E-Auto, ne? Weil ihr habt ja jetzt auch gesehen, der lädt immer schnell, ne? Der lädt jetzt mit 1,2 kW. Und dann ist natürlich relativ schnell. Theoretisch, rechnerisch wird der ja keine Stunde brauchen, aber am Ende geht halt der Ladestrom runter. Macht auch hier eigentlich Sinn, je nachdem, wenn du nicht 100% brauchst, 80%, zack und fertig. Ja. Ist beim Handy auch so. Bei meinem neuen Handy, ich habe so ein S22. Ja. Ja, das lädt am Anfang ganz fix, nachher schnarcht das dann. Ne? Ja. So, dann haben wir ausprobiert, was man hier alles mit betreiben kann. Und da haben wir erstmal eine Werksangabe von 1800 Watt, die wir belasten können. Dann gibt es auch noch diesen X-Boost bei diesen neuen Ecoflows. Und in diesem Fall hast du dann nicht 1800 Watt Dauerleistung, sondern 2400 Dauerleistung. Ich habe nicht ganz rausfinden können, wo dann der Unterschied ist, weil komischerweise bei uns war es erstmal standardmäßig aktiviert in der App. Ja. Du musst es auch in der App aktivieren oder deaktivieren. Ich habe irgendwie mal was gelesen, dass bei den 1800 Watt die Spannung dann noch eine höhere Qualität hat. Also die Sinuswelle vielleicht noch ein bisschen besser ist oder so, sonst vielleicht habt ihr da eine Ahnung, könnt es mal unter das Video schreiben. Denn das Ding ist so brandneu, das hat ja sonst kaum noch einer. Deswegen habe ich noch keine Infos dazu gehabt. Was ein bisschen blöd ist vielleicht, dass man diese X-Plus-Funktion nur über die App schalten kann und du siehst ja auch nichts. Im Display ändert sich nichts. Aber wir haben dieses X-Boost probiert und zum Beispiel ein Wasserkocher, der also 2000 Watt hat, also über diese 1800 Watt, lief wunderbar. Wir haben sogar einen Backofen damit betrieben, also einen großen Backofen, lief auch. Erst als wir dann in der Leistung so auf 3 kW gegangen sind. Ja, wenn man den Grill dann noch zugeschaltet hat, dann war vorbei. Dann hat die einmal gepiept und dann ist die auch in den Overload gegangen und dann war vorbei. Ja. Aber das ist ja auch nicht angegeben, dass sie das kann. Ne? Das ja. Wir haben dann auch nochmal, weil es so schön ist, Schweißgerät, kleines Schweißgerät, kein Problem. Haben wir euch auch schon im Livestream gezeigt mit dem Vorgänger. Ein großes Schweißgerät geht nicht. So, und konnten wir uns eigentlich schon denken, unser großer Kärcher, unser Biest, ja, 3 kW angegeben, aber da bin ich froh, dass die Steckdose hält, wenn ich mit dem arbeite. Der zieht ja ordentlich. Ja, ne? Ja. Der zieht eigentlich alles raus, so an Sicherungen, was du normalerweise im Haushalt hast. Wollte sie auch nicht. Was aber jetzt zum Beispiel kein Problem ist, ist hier so ein großer Bohrhammer, kabelgebunden. So, zum Beispiel hier dieses Gerät hier. Es ist auf jeden Fall ein bisschen schwer. Soll ich was mithalten oder so? Ja, halt mal. Alter. Alter. Ja. Ja. So, jetzt merkst du auch direkt, Lüfter gehen wieder an. Ja. Und er hat dabei jetzt gerade 730 Watt gezogen. Das Ding sieht aber anders aus, wenn wir damit jetzt Beton zerlegen. Ja. Das machen wir jetzt mal. Machen wir.
So, habt ihr gesehen, kein Problem, quasi mit links. Und Laufzeit kannst du dann ja auch ungefähr berechnen, dass du etwa eine Stunde, denke ich mal, damit klarkommst. Je nachdem, wie viel Nettozeit du hast. Alternative, gerade das ist ja das Schöne jetzt, wäre ja jetzt hier so ein Akkugerät. Hier hast du aber einen Akku mit 216 Wattstunden, das heißt, den müsstest du öfter wechseln. Und jetzt bist du vielleicht jemand, der irgendwo auf der Baustelle arbeitet und noch ein Kabelgerät hat und noch nicht hier mit Akku. Dann machst du ja quasi mit einer EcoFlow, mit einer Powerbank jedes Kabelgerät zu einem Akkugerät. Hier eben da beachten, dass man vielleicht ein bisschen längeres Kabel hat, um den irgendwo geschützt, staubgeschützt, spritzwassergeschützt vorhält. Und Gewicht 12 Kilo, das Ding ist auch echt leicht, ja, ne? Muss man sagen. Fühlt, also, fühlt sich auch komischerweise nicht an wie 12 Kilo, ne? Ja. Winkelschleifer haben wir jetzt hier einen mit 880 Watt, also auch da über eine Stunde kommst du damit klar. Handyladen, müssen wir darüber reden. Nee. Also, ja, meins zieht jetzt wochenlang. 15 Watt, ne? Also. Ja. Kühlbox noch ein Thema, haben wir auch mit der Kühlbox probiert. Auch da 3-4 Tage kommst du mit hin, kein Problem. Ohne externen Strom. Aber wir wollten eben auch mal gucken, wie effizient ist eigentlich das Ganze, denn bekommst du den Strom wieder raus, den du reinbekommst? Theoretisch schon mal nicht möglich, weil du hast irgendwo Verluste, Wandlungsverluste und so weiter. Aber wir haben uns jetzt hier so ein Energiekostenmessgerät genommen. Der zeigt dir ja an, wie viel Wattstunden oder Kilowattstunden verbraucht werden. Also, was haben wir gemacht? Den komplett leer gezogen. Ja. Dann haben wir die EcoFlow Delta 2 hier drüber geladen. Und wir haben ja 1024 Wattstunden nominelle Kapazität. Und wie viel haben wir reingeladen? Also angezeigt hat er 1034. Ja. Es ist halt, es ist nicht geeicht. Wahrscheinlich, es wird ja nicht mehr reingehen, als reingehen kann. Ne? Es könnte theoretisch schon. Ne? Die Akkus haben ja auch ein bisschen Differenz. Also entweder haben wir einen hervorragenden Wirkungsgrad beim Laden oder ein ungenaues Messgerät. Ja, kann sein. Ne? Oder ein Akku, der unter der Kapazität ist, aber irgendwie die Zahlen ist sind ja schon so ein bisschen. Es nähert sich ja an irgendwo, ne? Also es nähert sich so ungefähr an die Werksangaben an, schon fast so schön, um wahr zu sein. Aber die Frage ist ja, wie viel kriegen wir dann raus? Das haben wir nämlich auch gemacht. Dann haben wir den komplett entladen, Heizlüfter dran. Ja, auf kleiner Stufe habe ich den hier, lief über eine Stunde oder was. Also wir hätten jetzt nicht mehr rausziehen können, als reinziehen können. Das wäre schön gewesen. Da müsst ihr vielleicht noch mal irgendwie 1-2% abziehen, irgendwo Messungenauigkeiten oder sowas. Wandlungsverlust, ich weiß nicht, auf jeden Fall schon sehr gut. Und vor allen Dingen eben auch im Hinblick auf die Ladegeschwindigkeit. Ja. Weil das Ding ist wirklich, wir hatten das ja auch mal irgendwo unterwegs zum Auto. Ich habe es zum Beispiel jetzt diese Woche noch gehabt. Ich war unterwegs mit dem Auto und musste ein paar Kamerasachen laden und habe mir einfach das Ding ins Auto gepackt. Mhm. Eben noch schnell mal geladen, weiß ich, hatte ich denn eine halbe Stunde dran und dann war der fast wieder voll. Jetzt seid ihr gefragt, das ist auch das Thema, denn wie immer, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert und ich habe mir gedacht, ich hau auf meinen Nacken eine EcoFlow raus und zwar eine River Mini heißt die, glaube ich. Mhm. Wir haben die River Max. Ja, die ja eigentlich auch eine Mini ist, nur mit einem Zusatzakku dran. Ja. Genau, hier schön mit den Lauflichtern und so, geiles Teil, muss man sagen. Und ich meine, die deckt wahrscheinlich im Haushaltbereich um die 90% ab, was du alles so mit Kabel hast. Die River Mini nicht so ganz, aber Laptop und so weiter kannst du auch damit wunderbar laden und die gehört euch. Und da verlose ich eine von. Und was sollt ihr machen unter dem Hashtag EcoFlow? Einfach mal eure Meinung zum Video. Was würdet ihr damit machen? Wärt ihr eher so bei dem oder wärt ihr eher eine Nummer größer oder Nummer kleiner für euren Anwendungszweck? Schreibt mal unter das Video. Und dein Fazit? Würdest du die einem Freund empfehlen? Die auf jeden Fall. Also ich bin da echt begeistert von dem Gerät, ja. Ich fand die Kleine auch, die Mini finde ich auch super, aber die setzt da ja noch einen drauf. Weißt du, was das Problem ist? Wir haben mittlerweile so viel von dem Kram. Ja, es ist immer schwer zu sagen, ja, oh, ich finde die total toll, aber ich finde die wirklich gut. Ich habe die ja auch schon allein die Ladegeschwindigkeit und so. Also ich finde die immer noch toll. Ich frage mich nur, ich finde aber auch den Vorgänger toll. Der ist auch super, der reicht ja auch. Ich weiß, der, ja. Die setzt ja noch mal eine Schippe drauf. Ja, aber es ist halt die Qual der Wahl. Wir haben die Qual der Wahl, aber gut, wir haben ja auch alle anderen Firmen diese Dinger, ne? Und, aber die ist super, also ich finde die total toll. Also Herr EcoFlow, wenn du das siehst, ich nehme da wohl noch eine. Heißt der EcoFlow? Der muss Herr EcoFlow heißen, natürlich. Aber Flo heißt ja auch Herr Bauforum. Ja, ja, genau. Ja. In diesem Sinne, Leute, wir schweifen ab. Haut rein in die Tasten, ne? Geiles Gerät. In diesem Sinne, tschüss und bis dann. Ciao. Direkt erstmal hier auf die Solarzellen. Ja, pack durch. Das Intro singen wir dann zusammen, ne? Ja, ja. Mit dem EcoFlow-Song.
Ecoflow. Mein Ecoflow. So. Laufen die Kameras eigentlich? Die laufen schon. Das ist ja die ganze Zeit unser Gesabbel hier drauf. Ja, natürlich. Das ist schöne Outtakes mal für das Ende des Jahres.